Willkommen in Duskwall, wo die Sonne niemals scheint und das Verbrechen niemals schläft. Regiert von den sehr Korrupten und den sehr Kriminellen. Versinkend im Elend der Armen, im Ruß der Fabriken und in den Geistern der Toten. In dieser Stadt und in dieser Welt seid ihr Gangster, Gauner und Ganoven, die ihr Auskommen mit dem Mut der Verzweifelten und dem Glück der Dreisten verdienen. Wir befinden uns im kleinen und sehr armen Stadtviertel Crowsfoot, genau in der Mitte der Stadt und wäre es nicht für die vielen anderen Kanäle und Brücken sicherlich ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Das Viertel wurde, muss man mittlerweile sagen, von einigen Banden. Die größte und stärkste von ihnen, die sogenannten Crows, die vor mittlerweile schon vielen Jahren, ihr wisst nicht, wie viele es genau sind, die meisten von euch waren vermutlich nicht einmal hier, als es passiert ist, alle anderen Banden auf die eine oder andere Weise unter ihre Knute gezwungen haben und so nun als die Oberbosse das Viertel regieren. Die Ordnung aufrechterhalten, Territorium verteilen und Streite schlichten. Bis vor kurzem. Denn der Boss der Crows, ein Mann namens Rorik, der die Sache mit eiserner Hand in den Händen hielt, ist verstorben. Offiziell sagt man, an einem Unfall. Sei bei einem Regen unglücklich vom Dach gerutscht. Inoffiziell glauben dies nur die wenigsten und die Haupthypothese scheint derzeit zu sein, dass seine rechte Hand Lissa ihn umgebracht hat. Die Gang der Crows selbst ist gespalten. Sie stehen sich teilweise sehr feindselig gegenüber. Niemand weiß, wer nun die Kontrolle an sich reißen wird und wie die Gang danach dastehen wird. Und die beiden größten Anwärter auf die Vorherrschaft im Stadtviertel, die Lamp Blacks und die Red Sashes, zwei weitere Gangs, sind nun, riechen ihre Beute und stehen nun selbst kurz vor einem Bandenkrieg um die Vorherrschaft im Viertel. Dies ist für euch nur so tangential relevant. Wer auch immer an der Sache oben auskommen wird, wird vermutlich euer neuer Boss werden, denn ihr seid eine kleine und eher unbedeutende Straßengang. Vielleicht beherrscht ihr oder habt euch an euch gerissen einen einzelnen Straßenzug, dessen Bewohner ihr beschützt, natürlich für angemessene Gebühren. Vielleicht presst ihr ein oder zwei Bars, Pfandleier aus. Die eine oder andere Weise, jetzt gerade sitzt ihr im Hauptquartier der Lamp Blacks in einem recht geschmackvoll eingerichteten Wartezimmer und wartet darauf, zu Basso Bars, ihrem Boss, vorgelassen zu werden. Denn der hat euch herbeizitieren lassen, muss man sagen, von drei Schlägern und hat wohl ein Angebot für euch. So, wechseln wir kurz die Karte. Und so sitzt ihr gerade im Wartezimmer, betrachtet von einem einzigen, etwas miesmutig dreinsitzenden Türsteher. Ihr wollt ihn wohl nicht Sekretär nennen, dafür ist der Mann viel zu bullig und vor allem viel zu schlecht gekleidet. Und dürft euch alle einmal kurz beschreiben? Fangen wir von oben nach unten an, ja? Bonjour mes amis, ich bin Antoine Napoléon de Richelieu. Meine Freunde nennen mich auch Kardinal. Ich sehe fantastisch aus. Ich habe etwa schwarze, schulterlange Haare und ein sehr markantes Kinn. Ich komme hier aus der Gegend, bin ursprünglich Akademiker gewesen, aber nun ja, es ist etwas vorgefallen und ich möchte nicht weiter darüber reden. Ich liebe den Luxus und das ist meine ganze Leidenschaft. Ich bin ein Visper, ein Arcaner Adept und Channeler. Ich kenne mich mit Geistern sehr gut aus, bin gut befreundet mit den ektoplasmatischen Wesen und habe einen besitzergreifenden Geist als sehr guten Freund. Allerdings ein paar Verwerfungen mit einer Hexe. Das war nicht so schön, ich mag keine Hexen, aber naja. Hey Leute! Meine Freundin nennt mich Asher King. Das Problem ist, ich habe nicht viele Freunde. Oder gar keine Freunde. Nun ja, ich brauche auch keine. Ich bin der Mann fürs Grobe. Ihr wisst schon. So, Leute zusammenhauen und so. Ach, ihr werdet mich noch kennenlernen. Hi, ich bin Kirjava. Kirjava Ankayat. Aber ich kenne das schon, dass den Namen hier keiner aussprechen kann, denn ich komme aus dem fernen Iruvia. Es ist okay, wenn ihr euch einfach nur Fey merkt. Ihr müsst wissen, da wo ich herkomme, war ich jemand Besonderes. Ich komme aus einer noblen Familie. Und war dort gewissermaßen eine Prinzessin. Und ja, ich kann mich an die schäbigen Umstände hier in dieser Stadt nur schwer gewöhnen. Nun ja, deswegen bessere ich mein Einkommen ein wenig auf,
wenn sich die Gelegenheit bietet. Ja, ich bin Jack. Ich war mal beim Militär und das lief auch alles gut, aber irgendwie ist Munition verschwunden und irgendwer hat behauptet, ich wäre es gewesen. Vielleicht war ich es auch, aber tut ja nichts zur Sache. Jetzt bin ich hier. Schön ist es nicht und Spaß macht es auch nicht, aber jetzt bin ich ja schon hier. Meine einzigen Bekannten sind die anderen hier, was die auch immer wert sind. Sonst kenne ich noch Basil Bass, der scheint uns ja auch eingeladen zu haben. Na, mal gut gucken, wird schon nicht so schlecht laufen, vielleicht, aber vielleicht auch doch. Wir müssen aber gucken. Ja, und Harker ist vielleicht für mich in den Knast gewandert und vielleicht wusste er nicht, dass er das tun würde und vielleicht spricht er nicht so gut von mir. Aber hey, der ist im Knast, was soll er machen? Und der Letzte im Bunde. Hey, ich bin Polonius Morrison, aber alle nennen mich Pool. Ich weiß selber nicht warum, aber hat sich so durchgesetzt. Ich war früher mal tief in der Unterwelt, aber mittlerweile habe ich mich ein paar coolen Typen angeschlossen, die mir helfen. Ich bin zwar scheiße nochmal paranoid und erschieße irgendwelche Leute, aber naja, Dasko ist meine Heimat und eigentlich ist mir nie jemand lange böse. Und so verbringt ihr noch etwa 10 Minuten in diesem Wartezimmer. Von weit weg, es müssen mindestens 2 geschlossene Türen zwischen euch sein, hört ihr einiges an Tumult. Schreiende, jubelnde Leute. Irgendwas scheint dort stattzufinden. Vielleicht ein Ringkampf? Dann öffnet sich die Tür zum Büro und ihr werdet von dem bulligen Aufpasser, muss man ihn schon nennen, hineingewunken. Als ihr euch an alle samt hineinbewegt habt, ist der Raum relativ voll. Ihr steht im... Das ist vermutlich der reichst eingerichtete Raum, den ihr im Stadtviertel jemals gesehen habt. Büro von Basso Bas. Es ist das kleine Aufseherbüro des Lagerhauses, in dem ihr euch befindet. Ein altes Lagerhaus für Steinkohle scheinbar. Ihr könnt hinter ihm durch eine Fensterfront hinunter in die Halle sehen, wo... Ja, jetzt seht ihr tatsächlich gerade ein Boxkampf stattfindet. Und dann unten scheint sich der größte Teil seiner Gang versammelt zu haben. Er steht gerade noch, ein Glas Whisky in der Hand, mit dem Rücken zu euch, blickt hinaus, als er sich euch dann zuwendet, euch allen einmal zunickt und euch mit einer Handbewegung bedeutet, euch doch zu setzen. Im Raum sind nur 2 Stühle, von denen er jetzt gerade einen einnimmt. Ah! Gut, dass ihr hier seid. Er nickt. Entschuldigung. Er nickt Asher einmal zu. Junge, schön dich zu sehen. Scheiße, endlich wieder was zu tun hier. Was geht ab? Hey, Antoine, willst du dich setzen? Oh, merci, ich würde mich gern setzen. Warum habt ihr uns gerufen? Ich muss noch einmal sagen, eine sehr schöne Einrichtung eures Büros. Danke. Hat Lady Antoinette letzte Woche bezahlt. Bezahlt. Na gut. Er kippt seinen halben Whisky runter. Sieht eine bittere Grimasse und stellt das Glas in einer Schublade ab. Ihr habt gehört, dass Rorik tot ist, ja? Oh, mon Dieu, ja, es ist tragisch. Was passiert? Was ich höre, hat Lissa ihn abgestochen vom Dach geworfen. Aber niemand weiß es so genau, sein Leichnam ist verschwunden. Wir können vermutlich in ein paar Tagen mit seinem rachsüchtigen Geist rechnen. Aber deswegen seid ihr nicht hier. Jedenfalls auf die eine oder andere Weise, die Crows sind erledigt. Und die Red Sashes drüben auf der anderen Seite wissen das auch und machen sich bereit. Wir steuern mit ungebremster Fahrt auf einen Bandenkrieg zu. Wer auch immer diesmal aus der Sache rauskommt, wird endgültig der neue Boss in Crowsfoot werden. Und für euch habe ich einen Job. Die meisten anderen Gangs haben sich schon positioniert, ob sie wollten oder nicht. Wir haben die Billhooks auf unserer Seite und die Empty Vessels. Wir haben die Grinders hinreichend bezahlt, dass sie zumindest die Füße stillhalten in den Docks. Naja, jedenfalls, ich brauche euch für eine Sache, die jemand machen muss, der noch nicht auf unserer Seite ist. Denn, naja, wenn jemand erwischt wird, werden die Red Sashes dafür am Ende Beweise haben, dann werden sie bei Mama und Papa sich beschweren, die werden Druck auf den Stadtrat ausüben, die werden Druck auf die Wache ausüben. Und nun, unsere Jungs im Blau werden sich dann genötigt fühlen, ein paar Verhaftungen vorzunehmen. Und das kann ich gerade echt nicht brauchen. Entsprechend, ja, ist eine Handgeste über eure versammelte Anwesenheit schweifen. Brauche ich jemanden, der mit uns nichts zu tun hat? Noch nicht. Wen sollen wir killen?
Realerweise noch niemand. Ich habe, sagen wir, von in einem freundlichen Gespräch erfahren, dass die Red Sashes außerhalb ihres Hauptquartiers eine kleine Kriegskasse bunkern. Ich will, dass sie die findet und mir den Inhalt bringt. Ihr dürft natürlich einen angemessenen Anteil behalten. Oh, ich verstehe, eine Umverteilungsaktion. Ganz genau. Woher weißt du denn, wie viel Geld drin ist in der Kriegskasse? Viel Genaues wissen wir es nicht, aber wir wissen, dass ihre Gönner beim Irovianischen Konsulat ihnen einiges an Geld zugeschustert haben, vor allem in letzter Zeit, und dass sie das außerhalb lagern. Und wir dürfen uns vorher bedienen? Nein. Dann kommt nicht viel an bei dir. Ihr könnt ein Drittel von allem behalten, was drin ist. No, ein Drittel, das klingt schon einmal sehr gut. No? Ey, wir können ihn auch verarschen. Nehmen wir die Hälfte. Kneift die Augen zusammen. Nun, dir ist bewusst, dass wir gerade mit ihm sprechen. Wenn wir ihn verarschen wollten, sollten wir das im Nachhinein tun. Okay, dann machen wir das nachher. Wenn ihr mich verarscht, kriege ich das schon mit. Lass dich da drauf. Okay. Und ist mit Gegenwehr zu rechnen? Den einen oder anderen? Also das Problem an der Sache. Wir wissen nicht genau, wo das Schafterl ist. Auf die eine oder andere Weise werden sie es wohl bewachen lassen. Das klingt doch gut. Escher will wieder wie ein Abknallen. Einer weniger, der uns im Weg steht. Und wir werden schon eine Möglichkeit finden, das Ganze über die Bühne zu bringen. Ich denke, nicht wahr? Kannst du uns irgendwas über den Laden sagen? Wie gesagt, ich weiß nicht, wo sie es aufbewahren, nur dass es nicht bei ihnen im Hauptquartier drüben in der Schwertkampfschule ist. Ansonsten, keine Ahnung. Und der innere Kreis wird es auf jeden Fall wissen. Und, soweit wir wissen, wird das Geld vom Konsulat per Kurier dorthin gebracht. Aber wir konnten den allglatten Bastard bis jetzt nicht verfolgen. Vielleicht hat er ja mehr Glück. Wir können doch unterwegs überfallen. Und abknallen. Das bringt uns aber nichts, wenn wir wissen wollen, wo er das Geld hinbringt. Nun, macht es, wie ihr es für richtig haltet. Also, hier ist der Job. Plündert die Kasse, bringt mir den Inhalt. Wenn ihr es gut macht, und ich das Gefühl habe, dass ihr mich nicht beschissen habt, habe ich danach vielleicht noch einen für euch. Leicht verdientes Geld dann. Wenn die ganze Sache vorbei ist, könnt ihr mal über euer Territorium verhandeln. Na doch, wir werden sehen, dass wir mit positivem Ergebnis zurückkommen. Gut. Dann. Dann sehen wir uns mal ein bisschen um. Bei der Schwerkampfschule und so. Enttäuscht mich nicht. Und verarscht mich nicht. Das würde uns nie im Traum einfallen. Er hat irgendwo unter dem Tisch eine Flasche herbeigefischt und entkorkt die gerade. Dies scheint dann auch euer Signal zu sein, zu gehen. Hey Tony, willkommen. Was machen wir jetzt? Du bist der Kopf hier. Nun, mir kommen mehrere Ideen. Ich denke, eine gute Möglichkeit wäre es, diesen Boten abzufangen und an ihm ein Exempel zu statuieren. Und wenn er dann in die Tiefen der Nacht eingegangen ist, kann ich seinen Geist zurückholen und ihn fragen, wo denn die Kriegskasse versteckt ist. Denn die Geister, die ich rufe, sie müssen mir meinen Befehlen folgen. Ja, was du aber auch weißt, Antoine. Es ist so, dass seit die Welt unterging, gehen die Geister der Toten nicht mehr ins Totenreich über, sondern verbleiben in dieser Welt, wenn ihre Leiche nicht mit einem etwas speziellen Prozess vernichtet wird. Aus diesem Grund hat vor vielen, vielen Jahrhunderten der unsterbliche Imperator die sogenannten Totensucherkrähen erschaffen. Jedes Mal, wenn in der Stadt jemand stirbt, schlägt an ihrem südlichen Rand im Krematorium eine Glocke und eine Krähe steigt auf. Dorthin, wo der Leichnam ist, wo sie kreisen wird. Bis die sogenannten Geisterwächter sie dann finden, mitnehmen und die Leiche vernichten, ehe ihr Geist frei wird. Natürlich ist dieser Prozess nicht perfekt. Schließlich verschwinden immer wieder Leichname und es tauchen immer wieder Geister auf. Aber auf die eine oder andere Weise wird dein Tod immer Aufmerksamkeit erregen.
weißt, dass man auch Lebende befragen kann, ja? Aber es ist so anstrengend. Sie winden sich dann immer heraus. Aber na gut, wir können auch einen Lebenden befragen. Dann müssen wir diesen Botten eben lebend zu fassen kriegen. Ihr schießt ihn vielleicht ein, zweimal in den Fuß. Dann kann er nicht mehr laufen. Und naja. Ich bin dafür, wir brauchen keinen Plan. Wir gehen einfach hin und improvisieren. Das klappt schon. Naja, aber wohin gehen wir denn? Zur Schwertschule. Aber da ist es doch nicht. Das hat der Mann doch eben gesagt. Nein, aber das ist der Bote, Mann. Nein, der Bote kommt aus dem Konsulat. Ich meine, das geirrt zu haben. Dies ist euch natürlich auch allen bekannt. Die Red Sashes begründen sich selbst in der Red Sash Sword Academy, einer Schwertkampfschule, die mit Abstand das ausladendste und luxuriöseste Gebäude im gesamten, eigentlich recht verfallenen Viertel ist. Sie ist eigentlich eine Schwertkampfschule für irovianische Adelssprösse größtenteils, die sich aber irgendwann, vermutlich der Heißblütigkeit ihrer Mitglieder wegen, ebenso zu einer Straßengang entwickelt hat, die im größten Teil ihres Geldes mit eher luxuriösen Drogenhöhlen verdienen. Entsprechend haben viele ihrer Mitglieder natürlich Kontakte zum irovianischen Adel und der, zumindest durch seine reichen Finanzmittel, ebenso Einfluss auf die Stadt ausüben kann. Und sie mit eben jenen ausstatten. Position zu Ende. Hey Jack, was ist deine Meinung dazu? Also wir sollten erstmal mit ihm reden, weil Boss, du weißt ja, wenn ich das gut mache, dann weiß er am Ende davon nichts mehr. Vielleicht hat er uns dann was gesagt, ohne dass er noch davon weiß. Das klingt gut. Das klingt doch gut. No, das ist wirklich eine hervorragende Idee, Jack. Ich weiß halt nur nicht, wie wir ihn fangen sollen. Du weißt ja, Boss, da bin ich ja. Ich bin ja nicht so flott zu Fuß, das weißt du ja, ne? Damals im Militär, ich bin ja blöd aufs Knie gefallen. Ich bin ja nicht mehr so ein guter Läufer. Wir können eine Banane auf den Fußboden legen, dann rutscht er drauf aus. Nun, das ist eine Idee, die wir im Hinterkopf behalten sollten, aber möglicherweise können wir ihn auch einfach in eine Bar einladen, abfüllen und nun ja. Dann redet er schon. Wir müssen ihn nur auf dem falschen Fuß erwischen, wenn mir dieser Witz gestattet ist. Den verstehe ich nicht. Oh, ist nicht so tragisch. Oh, ihr müsst lachen, wenn der Boss einen Witz macht. Ah. Sehr gut, Boss. Sehr gut. Nicht wahr? Aber wir müssen vielleicht erst einmal herausfinden, wer dieser Bote ist, oder? Hey, hast du nicht eine Idee, wie wir das bewerkstelligen könnten? Ich jetzt? Wir müssen mal beim Konsulat gucken, ne? Die haben ja nicht so viele Boten. Vielleicht ist das der gleiche, der auch woanders rumläuft. Vielleicht, wenn man da mal ein bisschen sich hinsetzt und mal guckt, wer da so rumläuft und für die Nachrichten austrägt. Hm? Oder man schnappt sich mal einen von denen und quetscht den aus. Das finde ich gut. Ja. Haben wir irgendwie eine zeitliche Einschränkung? Ich habe nichts gesagt, oder? No. Wir haben, wie mir scheint, alle Zeit der Welt. Wir sollten ihn nicht zu lange warten lassen. Nicht, dass er sauer wird. Mehr Zeit zum Quetschen. Das klingt nach einem Plan, also. Gut. Springen wir an dieser Stelle mal einen kurzen Moment lang. Denn das Konsulat ist nicht schwer zu finden. Es ist unweit im Hafendistrikt gelegen. Es ist ein großes, backsteinernes Gebäude, das schon lange hier steht, aber erst in den letzten Jahrzehnten zum irovianischen Konsulat umfunktioniert wurde. Reden wir an dieser Stelle ganz kurz über Spielregeln, ja? Es gibt zwei Arten. Der Hauptmechanismus ist immer ein Würfelwurf, der aus einem Pool aus D6 besteht. Es gibt zwei grundlegende Arten von Würfelwürfen, die im Grunde fast gleich funktionieren. Zum einen ist es der Action Roll, also der, sagen wir, Aktionswurf, der immer dann stattfindet, wenn es um etwas geht, wenn etwas gefährlich ist. Und dann gibt es noch den Fortune Roll, also der Glückswurf. Bei dem ist das Schlimmste, was passieren kann, dass es nicht klappt oder dass es nicht so gut klappt. Aber es gibt keine unangenehmen Konsequenzen, wenn ihr es versaut. Ihr wolltet das Konsulat beschatten, nicht wahr? Genau. Bisschen umschauen. Genau, auf Auffälligkeiten suchen, irgendwelche Leute, die regelmäßig ein- und ausgehen. Das klingt, als wolltet ihr
Das klingt wie Survey, denn ihr wollt es ja beobachten, passiv beobachten und mal schauen, was passiert. Einer, der sich von euch, sagen wir, in eine gute Position begeben hat, gegenüber ist ein recht teures, also ihr müsst vermutlich euer Geld zusammenlegen, damit ihr euch den Raum für eine Nacht leisten könnt. Hotel, was ihr von dessen dritten Stock aus ihr eine gute Einsicht auf die Vorder- und die Seiteneingänge des Konsulats habt. Einer solcher darf mir einen Wurf auf Survey ablegen. Ihr klickt dafür hinten auf Survey und bei eurer Position wählt ihr dann Fortune Roll aus. Denn es ist nicht gefährlich, es geht einfach nur darum, wie aufmerksam ihr seid. Macht das einer oder macht das einer? Das macht einer. Eine. Ich nehme an, ihr habt gerade genug Geld, halt, um vernünftigerweise einen davon euch in diese Zimmer einzuquartieren. Hey Boss, ich bin gut in sowas. Ich muss sowas schon früher machen. Wenn eine ganze Gang an ungewaschenen Gangstern erregt vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich denke, das ist meine gute Idee. Wenn du denkst, dass du dir das zutraust, dann Aloha. Ich vertraue dir diese wertvolle Aufgabe an. Hey, danke. Danke, Boss. Du hast auch meine letzten 2 Taler noch gekriegt, also versau das nicht. Sehr gut, mach du das. Wir lassen es uns dabei gut gehen. Aber ich darf in den Kopf schießen. Ja, ja, natürlich. Aber sicher doch. Dann zu den Würfelergebnissen. Wir sind hier bei einem sogenannten Informationssammelwurf, also einem Gather Information Roll. Wie ich bereits sagte, ist das Schlimmste, was hier passieren kann, wenn du es nicht schaffst, dass du nicht so viel herausbekommst. Aber mit einer 5 hast du den Wurf zumindest mittelgut geschafft. Eine 6 ist immer ein Erfolg. 4 und 5 sind so halb gut, mittelgut, immer mit Konsequenzen beladen. Und eine 1 bis 3 wäre immer ein nicht geschafft. So, aber wie gesagt, wir sind bei einer 5 und du erfährst zumindest ein paar Dinge. Es gibt tatsächlich nicht viele Boten, die hier ein- und ausgehen. Und du kannst sie relativ gut auseinanderhalten, denn sie tragen alle eine blaue Schärpe um ihre Konsulatsuniform und sehen alle recht, sagen wir, beeilt aus. Und vor allem sind sie immer ohne Bedeckung unterwegs. Also du siehst manchmal, oder einmal siehst du, es muss wohl ein hoher Würdenträger sein, wenn Faye jetzt hier wäre, sie könnte dir das vielleicht erklären, der mit insgesamt 3 Mann Bewachung einschreitet, die eben ähnliche Uniformen tragen. Aber die Boten scheinen immer alleine zu sein. Was du nicht ausmachen kannst, ist, welcher davon wohl eurer wäre. Ja, ich würde dann wahrscheinlich wieder zur Gruppe zurückkehren. Hey Boss, die Typen mit den blauen Schärpen, ich glaube, das sind die richtigen. Na, wie viele konntest du denn ausmachen? Ein paar. 3, 4, keine Ahnung. Nun, wir sind genug, wenn wir uns jeden annehmen würden und ihm folgen, aber das macht wenig Sinn. Ist dir aufgefallen, welcher eventuell unser Mann sein könnte? Wie ist mir das? Keine Ahnung. Ich sagte gerade, dass du dafür leider keine Anhaltspunkte hast. Nee, ich glaub nicht. Also ich glaub, wir müssen einen nach dem anderen abklappern. Oh mon Dieu, ich habe das befürchtet, aber naja. Dann ist das eben so. Oder jemand. Das wird dafür lustiger. Noch eine Idee, wie wir das Ganze etwas beschleunigen könnten. Also Boss, wenn du mich mit einem von denen reden lässt, die wissen danach ja nichts mehr davon, dann kriege ich das vielleicht raus. Aber ich weiß nicht, das kommt auch drauf an, wie gut die sind, ne? Da weiß man ja nie bei so Konsulatsleuten, manchmal sind die echt gut. Wie wär's denn, wenn wir die 4 anquatschen? So, wenn sie gerade rauskommen, hey, bist du auch hier? Ich wollte jetzt gerade so mal Rezessisches rübergehen. So, und wenn sie dann überlegen, so, ja, hey, ich gehe da auch gerade rüber, dann schließen wir uns dem an, dann wissen wir, dass es der Richtige ist. Und wenn die sagen, hey, wieso Rezessisches? Ich weiß da nichts von, dann ist es der Falsche. Ist vielleicht ein bisschen auffällig, aber so der Grundgedanke finde ich gar nicht schlecht. Das ist in der Tat. Und naja, wenn sich der eine dann anschließt, oder geht man so zum Beispiel spazieren in Richtung des Rezessisches, ich kann das nicht aussprechen. Und die anderen 3 warten dann in irgendeiner Gasse und dann ziehen wir den da rein. Oh, ich denke, das ist eine wunderbare Idee. Was waren das denn? Waren es nur Männer oder auch Frauen, die da im Dienst des Konsulats waren? Sagen wir, es war eine gute 50-50-Mischung. Ah, von beiden was, ist mir egal. Oh, ich verstehe. Dann
Vielleicht picken wir uns zuerst den heraus, der besonders vertrauenswürdig aussieht oder besonders alt oder so. Es geht immer um Geld für die Jungspunde von diesen Adligen. Oh, das ist richtig. Nun, ich würde diese Aufgabe euch überlassen und wir lauern dann in einer der Gassen. Was haltet ihr davon? Klingt gut, Boss. Wie wär's denn, wenn Faye und Jack geht? So, Faye nimmt die Männer und Jack nimmt die Frauen. Die anderen warten in der Gasse. Très bien, très bien. Das finde ich sehr gut. Ja, Boss, ne, erinner dich dran, ne? Der vergisst nur, dass ich mit dem gesprochen habe. Ne, wenn ihr dem eine reinhaut, das weißt du noch. Haltet euch ein bisschen zurück. Ich aue nicht, ich prügle. Dann sollte Jack sie vielleicht lieber alleine ansprechen. Ja gut, ja. Aber so ein bisschen Rückendeckung ist ja nicht schlecht, weil ich komme ja mit meinem kaputten Knie nicht mehr so schnell voran. Ich bin schon gut, wenn ihr in der Nähe wärt. Pass schon auf deinen Arsch auf. Hat keine Angst. Das ist gut. Er wird unser Gesicht nicht erkennen, wenn wir ihm von hinten eine über die Rübe ziehen. No? Ja, aber er weiß dann, dass er überfallen wurde. Ne? Obwohl, das passiert hier öfter. No, das ist richtig. Dann sagst du einfach, wenn du ihn wieder siehst, dass du auch überfallen wurdest. Ja, keine Sorge, ich habe Rache in die Fresse, Jack. Das wusste ich schon. Zumindest müssen wir dann nur einen über die Rübe ziehen, wenn Jack schon vorher rausfindet, welcher der Richtige ist. Ja, wir können es auf jeden Fall probieren. Ich meine, wenn es schief geht, dann erinnert sich nicht dran, haben wir nichts verloren. So, viel Spaß, Jungs. Wir warten in der Gasse. No, très bien. Also, ich verlasse mich auf euch, Faye, Jacques. Ihr werdet das sicherlich zu unserer vollsten Zufriedenheit lösen. Ja, Boss, es ist super, dass du gar keinen Druck aufbaust. Der Plan ist so gut, er kann nicht schief gehen. So bin ich. Ich bin ein guter Anführer. Also, und jetzt, Jack, es liegt nur an dir. Ja, danke, Boss. Ja, und Faye, die geht ja auch. Genau, Faye. Wenn das schief geht, dann kann ich dafür ja nicht hier alleine verantwortlich sein. Richtig? Keine Angst, ich decke dir den Rücken. Ah, wunderbar. Gut, Jack, was hast du also vor? Ja, in guter alter Abwartemanier möchte ich mich tatsächlich auch vor diese Botschaft stellen. Und tatsächlich ist auch mein Tipp, dass es vermutlich jemand Vertrauenswürdiges ist. Ich würde erstmal ein bisschen schauen, wer von diesen Boten mir am ältesten aussieht oder sonst am vertrauenswürdigsten. Eine alte Uniform, vielleicht irgendwelche Orden, vielleicht irgendwelche Auszeichnungen, die der Mann trägt. Und den möchte ich dann tatsächlich einfach anquatschen. Weißt du was, ist tatsächlich ein guter Plan. Du findest tatsächlich einen, der an seinem Orden einen, nicht unbedingt einen Stern, einen Stern mit einem Schweif dran, vielleicht einen Kometen oder irgendetwas ähnliches trägt. Nur so in Silber gehalten und schön blinkend poliert.